Hallo, Christian Sass ist heute wieder für TV News on Tour unterwegs. Heute sind wir in Köln auf dem Rhein-Energy-Schiff. Anlass ist heute die CD-Präsentation von Norman Langen. Ich habe mich extra noch gar nicht informiert. Ich weiß noch gar nichts, genau wie ihr sicherlich. Norman, erzähl mal kurz, was machen wir überhaupt? Was machen wir hier? Ich feiere hier meine Album-Release-Party von meinem neuen Album, von meinem zweiten Album, 100% Norman. Ja, und hier werde ich meine Songs präsentieren, die auf diesem Album stattfinden. Wie viele Songs sind da drauf? Auf dem Album sind 12 Songs drauf plus ein Mix und natürlich auch eine eigens von mir geschriebene Platte, Mein Engel heißt sie, selber vorproduziert, und das macht mich natürlich besonders stolz. Du komponierst selber jetzt? Ich habe schon immer selber komponiert, nur es wollte keiner hören. Jetzt hatte ich ja Hermann Niesig an meiner Seite und da habe ich natürlich den Vorteil gehabt, dass er natürlich meine vorproduzierte Geschichte nochmal schön nachbearbeitet hat und jetzt hat sie auch den Sound, der Sound, so muss er halt auf eine CD kommen. Ne? Was die Leute jetzt nicht mitkriegen, wir sind auf dem Schiff und das Schiff dreht sich gerade. Man sieht eigentlich nur im Hintergrund. Ich glaube, wir müssen jetzt den Kölner Dom im Hintergrund haben. Das sieht, glaube ich, ziemlich geil aus. Auch wenn wir die Spülung vielleicht drin haben. Welche Verbindung hast du denn zu Köln? Gibt es da überhaupt eine? Ja, natürlich. Also, ich liebe Köln. Ja, ich bin ein absoluter Karnevalist im Prinzip und habe natürlich auch schon früher in Köln Karneval gefeiert. Ich liebe den Dom, ich liebe die Stadt, ich liebe die Menschen und ich war selber schon mal vor ein paar Jahren mit Arbeitskollegen auf so einem Schiff. Ja, und da haben wir auch ein bisschen was gefeiert, allerdings kein Karneval. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, Köln ist eine tolle Stadt, hat tolle Menschen und hier können wir die Album-Release-Party machen, auf dem Schiff. Warst du schon mal am Kölner Dom obendrauf? Obendrauf war ich nicht, also ich wollte da mal drauf. Als ich da war, konnte ich unten rein, aber obendrauf war gesperrt, leider. Sehr anstrengend. Wir haben es jetzt mal mit Familie gemacht, sind mal hochgerannt. Es gibt da so einen kleinen Gang, wo man sich durchzwängen muss, und, okay. Aber auch den kleinen Gang wieder runtergehen muss. Ja, ja. Also sehr abenteuerlich. Wenn du mal Zeit hast, musst du Kondition mitbringen. Ist auf jeden Fall nicht easy. Werde ich auf jeden Fall nachholen. Aber danke für den Tipp. Ja. Mallorca, wie sieht's da aus? Oder ziehst du dich aus Mallorca zurück? Nee, also Mallorca habe ich ja immer wieder gerne gemacht. Ich meine, dieses Jahr war es, ich glaube, 6 Auftritte hatte ich da, weil halt die Buchungen zu spät reinkamen, beziehungsweise die Angebote, wann ich da auftreten konnte, waren einfach zu spät im Postfach. Deswegen konntest du nicht wahrnehmen. Und jetzt für 2013 habe ich auch noch gar keine Termine. Die Location, Megapark oder wo bist du? Wenn, dann bin ich wieder in der Mega-Arena. In der Mega-Arena? Genau. Okay. Wie viele Songs von dem neuen Album sind denn wirklich von dir? Also keine Cover-Songs? Sind alle von dir? Mhm. Oder? Also alle Songs, die auf meinem Album sind, gibt es noch nicht. Ne? Okay. Es gibt eine kleine Ausnahme, das ist das Instrumental von My Candies 2012, weil das war mein absoluter Sommerhit 2012 und da habe ich mit der Plattenfirma gesprochen, ob man da nicht eine Ausnahme machen könnte und da einen deutschen Text zu schreiben könnte. Ja, und dann haben sie das eingewilligt und jetzt haben wir aus My Candies 2012 Norman Langen, mit dir will ich am Abgrund stehen, gemacht und das ist super. Das ist das Lied, wo es letztes Mal so einen Aufruhr gab, ne? Weißt du noch, wo wir darüber berichtet haben, dass eigentlich das Lied vorgestellt werden sollte, aber das war es ja noch nicht, ne? Genau. Also ich finde das Lied persönlich geil, ich habe schon gehört und ich habe gesagt, das ist eigentlich gar nicht Norman Langen, weil Norman Langen kennt man eigentlich anders, aber es ist einfach toll. Ja, danke schön. Also man merkt auf dem neuen Album, denke ich mal, auf jeden Fall, wohin die Reise geht, so ein bisschen. Ich gehe jetzt mehr so in die Dance-Schiene, also da sind ganz viele Dance-Sounds drauf. Natürlich möchte ich auch in der Zukunft mehr eigene Texte mit draufpacken, mehr eigene vorproduzierte Sachen ins Studio geben, wo ich dann sage, hey, jetzt macht er mal einen ordentlichen Sound drauf. Und also da möchte ich schon weiter wachsen. Ich glaube, das ist für einen Künstler auch ganz gut, wenn man eigene Platten schreibt und seinen Sound bzw. seine Art und Weise hin und wieder mal ein bisschen ändert. Finde ich gut, also du bist am richtigen Weg, definitiv. Danke. Du hast eine riesen Fanbase, ich merke es ja auf Facebook, sobald wir einen Artikel posten, auch in die Norman Langen Gruppen, da geht es richtig ab. Mhm. Jetzt hast du noch die letzten Sekunden mal Zeit, deinen Fans nochmal zu danken, zu grüßen. Ich glaube, die freuen sich immer, wenn sie das hören. Ja, liebe Fans, erstmal frohes neues Jahr fürs Jahr 2013 noch. Ich bin begeistert, wie ihr mich auf Facebook und auch bei den Auftritten unterstützt. Es bricht einfach nicht ab. Ich liebe euch, das wisst ihr, das sage ich euch oft genug, das schreibe ich euch oft genug. Passt bitte auf euch auf und ich würde mich freuen, jeden einzelnen von euch mal kennenzulernen. Das ist, glaube ich, auch ganz ehrlich gemeint beim Norbert, weil er ist einer, den sieht Norman, man... Norman, hast du gerade Norbert genannt. Ich habe auch so, Norman natürlich, Norman Langen, sorry. Also wenn man ihn persönlich kennenlernt hier, weiß man, er ist eine ehrliche Haut und er ist am Boden geblieben. Ich glaube, es wird auch in Zukunft bleiben, ne? Das waren jetzt die letzten Worte. Okay. Habe ich vor. Alles Gute. Tschüss. Ciao.